Rechtsreferendarausbildung in der Kanzlei Fati in Heidelberg. Guten Tag, mein Name ist Kian Fati, Rechtsanwalt. Meine Kanzlei liegt in zentraler Lage der Universitätsstadt Heidelberg. Häufig bewerben sich Referendarinnen und Referendare, weil diese in der Anwaltsstation ausgebildet werden wollen. Ich habe schon oft Rechtsreferendare ausgebildet, die mir von dem jeweiligen Oberlandesgericht, unter anderem dem Oberlandesgericht Karlsruhe, zur Ausbildung zugewiesen worden sind. Zurzeit ist Herr Rechtsreferendar Johannes Kuhlbeck bei mir in der Ausbildung in der Anwaltsstation 1. Er hat nach seinem Jurastudium in Mannheim seinen juristischen Vorbereitungsdienst beim Land Baden-Württemberg mit Stammdienststelle am Landgericht Mannheim begonnen. Zuvor war er in Ausbildung bei einer Zivilkammer des Landgerichts Mannheim und einer Strafabteilung des Amtsgerichts Mannheim in Ausbildung. Nach der Station in meiner Kanzlei wird er am Verwaltungsgerichtshof in Mannheim weiter ausgebildet werden. Hallo, mein Name ist Johannes Kuhlbeck. Ich bin Rechtsreferendar und seit 16. Juni 2014 bei Herrn Rechtsanwalt Kian Fati vom Oberlandesgericht Karlsruhe zur Ausbildung in der Anwaltsstation 1 zugewiesen. Zugewiesen werden Rechtsreferendare, wenn sie sich erfolgreich beim Herrn Anwalt beworben haben. Wenn ich an Gerichtsverhandlungen oder Mandantengesprächen teilnehme, gilt selbstverständlich auch für mich die Verschwiegenheitspflicht. Genau richtig, Herr Kuhlbeck. Erzählen Sie doch einfach mal, wie wir zueinander gefunden haben. Ja, gerne. Ein Referendariat in Baden-Württemberg dauert 18 Monate und ist in verschiedene Stationen eingeteilt. Bei Herrn Fati findet meine Anwaltsstation 1 statt. Sie dauert 5 Monate und ich habe mich bei Herrn Fati Anfang Februar für den Einstellungstermin im Juni 2014 mit den üblichen Unterlagen beworben. Unter anderem Motivationsschreiben, Lebenslauf und im ersten Staatsexamenszeugnis und im Abiturzeugnis. Und gab es einen bestimmten Grund, Herr Kuhlbeck, warum Sie ausgerechnet zu mir kommen wollten? Hatten Sie auch andere Angebote? Ja, ich habe mich zwischen verschiedenen Angeboten für die Kanzlei von Herrn Fati entschieden, aufgrund der guten Chancen, die dort bestehen, viel für meinen späteren juristischen Beruf zu lernen. Ich möchte viel für meine spätere berufliche Tätigkeit an Kenntnissen mitnehmen und in der Kanzlei Fati funktioniert es gut. Das ist durchaus richtig. Auch ich hatte mehrere Angebote und kann aber immer nur einen Rechtsreferendar, eine Rechtsreferendarin gleichzeitig in meiner Kanzlei ausbilden. Die Bewerbung von Herrn Rechtsreferendar Kuhlbeck hat mich überzeugt. Wichtig ist für mich, dass ich spüre, dass die Bewerberin, der Bewerber eine große Leidenschaft für den Anwaltsberuf mitbringt, fundierte Rechtskenntnisse hat, das erste juristische Staatsexamen mindestens mit einem kleinen Prädikat bestanden worden ist und eine hohe Lernmotivation der Referendarin, des Referendars besteht. Das Referendariat hat zum Ziel, mich in 18 Monaten auf die zweite juristische Staatsprüfung vorzubereiten. Es ist wenig Zeit, deswegen ist es für mich sehr wichtig, dies möglichst effizient zu nutzen. Herr Fati verlangt von mir beispielsweise Antworten auf Fragen, wie sie im zweiten Staatsexamen in jeder Anwaltsklausur gestellt werden können. Was ist die beste Lösung? Was ist der beste Weg für das Anliegen unseres Mandanten? Warum ist dies der beste und sicherste Weg? Gibt es mehrere Lösungsmöglichkeiten? Welches ist die beste und warum? Was müssen wir dafür tun? Ein Schreiben an den Gegenanwalt? Das Gericht? Was ist der beste und der sicherste Weg für unsere Mandantschaft? Bitte teilen Sie mir unten in den Kommentaren mit, was Sie über die Referendarausbildung denken. Sind Sie Referendarin? Sind Sie Referendar? Was denken Sie im Hinblick auf die Ausbildung im Referendariat für das zweite juristische Staatsexamen? Wie kann Ihrer Ansicht nach die Ausbildung optimal gelingen? Ich freue mich, wenn Sie mir auch zukünftig treu bleiben und meine Videos weiter ansehen.